Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist mit Link Evolution. Und wenn sich die externe Festplatte dann beruhigt hat, können wir anfangen. Wir brauchen noch drei Karten aus den Bakura-Packs. Also pretty much haben wir es eigentlich fast. Ich würde jetzt sagen, wir öffnen einfach mal bis 5000. Wenn wir es da nicht haben, dann machen wir was anderes auf. Aber wäre natürlich nice, wenn wir die abschließen könnten. Wie immer natürlich keine Ahnung, welche Karten fehlen. Dunkler Nebel kenne ich nicht, glaube ich. Nope. Mal gucken. Ah, die hat man. Oh, da war einer dabei. Ja, vielleicht ist das letzte Monster, könnte es eventuell gewesen sein. Da war noch einer dabei. Okay. Also eine noch. Okay, ich habe keine Ahnung. Es können natürlich auch drei verschiedene Karten sein. Man muss nicht unbedingt dreimal die gleiche sein. Muss nicht unbedingt dreimal die gleiche sein. Nope. Oh, danach noch zwei Packs. Zombino. So, ja, eigentlich ist es sinnlos, weil ich meine, man braucht die meisten Karten ja nicht unbedingt dreimal. Aber, oh, es war jetzt tatsächlich Mizuki. Okay, es war Mizuki. Nice, dann haben wir Bakura fertig. Dann würde ich sagen, machen wir noch ein Pack zur Feier. Machen wir noch ein Pack von den drei OGs auf. Und ich glaube, den Rest machen wir wieder nur Sexel. Naja, und by the way, das Dark Blade, the Dragon Knight. Das Angebot steht immer noch. Also, wenn ihr könnt ruhig eure Kommentare in die, eure Vorschläge für Decks in die Kommentare schreiben. Ich probiere momentan einfach dieses Vampir-Deck noch weiter zu bauen oder zu verfeinern, weil ich das persönlich einfach ziemlich nice finde. Werde jetzt aber wirklich demnächst einmal. Oh, lol, RIP, das war falsch. Vile und Stella, die habe ich auch letztens erst gezogen. Werde dann aber trotzdem demnächst auch mal durchaus nochmal was, nach was Neuem schauen. Also Maschinen habe ich ja schon mal gesagt, hätte ich Interesse dran. Aber ich bin mir ziemlich sicher, uns werden noch einige Karten für sowas fehlen. Deswegen würde ich halt gerne einfach noch überall mehr Packs öffnen, weil es sind ja teilweise, hier sind ja auch OG-Karten dabei, zwar nur sehr wenige, aber teilweise schon. Und genauso in den alten Packs sind ja auch Xyz-Karten einfach mit drinnen, was ja an für sich eigentlich auch keinen wirklich Sinn ergibt. Genau, deswegen einfach noch ein paar Packs öffnen. Vielleicht, wenn wir noch einen von den OGs abgeschlossen haben, dann kann man es, glaube ich, mal halbwegs realistisch probieren. Da müssten wir zumindest so ungefähr 15% der ganzen Karten haben. Pi mal Daumen, die es gibt. Aber das ist natürlich nur eine reine Vermutung. Aber es sollten auf jeden Fall relativ breit gefächert sein. Weil wir uns aus jeder Serie mindestens 300 Karten, oder? Sind das hier 300? Ja, müsste hinkommen. Ja. Aus der OG haben wir fast alle. Alright. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal ein Reverse-Duell. Schnell. Und dann machen wir ein Story-Duell. Extra Foolish Burial ist die Tageskarte. Mist. Das war unabsichtlich. Das ist keine gute Hand. Machen wir es heute wieder ein bisschen interessanter. Nicht Baller drauf auf den Friedhof legen. Ups. Das ausgerüstete Monster kann ich angreifen, einfach pro Spielzug, wenn er Standby fest würde, den Beherrscher des ausgerüsteten Monsters für 100 Chancen. Bringt halt nichts, aber yes. Aber gut, wir haben Fluch des Vampirs auf der Hand, von dem her nicht so schlimm. Beziehungsweise könnten wir auch Vampirbaronen spielen, von dem ich schon wieder den Effekt vergessen habe. Ganz 1000 LP zahlen, dann ein Monster sinken, kommt hinter noch mal 4 Monster sinken, das wäre entweder die Kontrolle über die Monster. Ah ja, genau. Und Spezialbeschwören, wenn er ein Monster zerstört.
Ja, würde ich sagen, machen wir das. Das hört sich doch ziemlich gut an. Und die Position von Monstern vertauschen. Kannst du diese Karte vom Friedhof verbannen, stand da gerade. Das gefällt mir nicht. Yes. Sehr gut. Aber die Abfrage mit dem Effekt wäre so oder so gekommen. Ich hätte gar nicht Main Phase 2 entern müssen, aber ich wollte jetzt nicht den Effekt nicht nutzen. Das wäre so ein Giraffe gewesen. Oh, warum spielt jeder mit Lichtschwertern, Mann? Das ist die langweiligste Karte im Spiel. Ohne Spaß, also wer mit Lichtschwertern spielt, ist für mich gestorben. Einfach tot. Also, tot. Ist einfach tot. Na gut, wenn du es unbedingt so willst, dann spiele ich halt auch mit unfairen Mitteln. Er wollte es so. Er hat gesagt, ich will unfair spielen. Und ich gesagt, gut, mach mal das. Dann mach mal's halt. Jetzt kommt wahrscheinlich Reg hier oder so. LOL. Einfach seinen Zug beendet, ohne irgendwas zu machen. Das ist einfach der Klassiker. Uff, soll ich ihn? Naja, ich warte noch. Oder? Nein, ich warte noch. Ah, Moment, das war dumm. Jetzt kann er den Effekt wieder aktivieren, ne? Ja, RIP. Oh boy. Das war echt stupid, weil jetzt kann er das Monster ja verbannen und den Effekt auslösen, was auch immer der Effekt ist. Um einmal zur Stufe 3 oder höher in Angriffsposition auf den Spiel zu wählen, ändere es in die offene oder verdeckte Verteidigungsposition. Okay. Oh, jetzt kann er meinen Vampirbaron kaputt machen, glaube ich. RIP. Aber ich habe ja noch einen. Ist nicht besonders klug, das, was ich gerade mache. Weil ich kann ja nicht angreifen. Aber ich glaube, das ist das erste Mal seit Ewigkeiten, dass wir ein Stacked Feed haben mit 5 Karten. Mit 5 Monsterkarten, besser gesagt. Jetzt aktiviert er den Effekt aus dem Friedhof raus. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass Yusei diese Karten im Deck hatte, to be honest. Vor allem hat er auch keine einzige Synchro-Karte in seinem Deck. Naja, das war so klar. Boah, du wirst dafür bluten. Ich werde dich und deine gesamte Freundeskreis zu einem Duell herausfordern, würde ich sagen. Genau. Lichtschwert ist so eine Loser-Karte. Die packst du einfach nicht. Wir haben genug Monster auf dem Friedhof, wenn die alle zerstört sind. Oh mein Gott. Na gut, den kann ich tatsächlich. Ich wollte so sagen. Den kann ich mir wiederholen. Das war eigentlich das Beste, was er hätte machen können. Um den Vampir-Baron, das ist schade. Was mir nicht so viel bringt, den wiederzuholen, ne? Ich kann mir echt fast nicht vorstellen, dass er eiskalt nochmal angreift. Baller doch! Oh Baby! Ja, wobei ich könnte auch. Na, warte mal, ich könnte auch den Effekt annullieren. Annulliere den Effekt, oder? Ah! Nein! Oh mein. Oh mein Gott. Mann, wir haben den Effekt von Ballard auch schon so lange nicht mehr benutzt. Mann. Ah. Ich
dachte, ich kann einen Effekt einer random Karte oder deaktivieren. Oder ein Monster beschwören. Verbannen. Mein Fehler. Oh oh. Das ist natürlich painful. Ja, wow, das war jetzt natürlich die Ultra-Facepalm. Das war jetzt natürlich die Ultra-Facepalm. Ich glaube, ich habe es sogar verloren. Ich bin mir relativ sicher, wir haben es verloren. RIP. Da habe ich mich gut outplayed, würde ich sagen. Na genau, jetzt kann ich einen Ballertrauch und den Fluch des Vampirs zerstören. Und dann bin ich pretty much. Dann bin ich pretty much game over. Ich kann ihn halt nochmal zurückholen, aber er hat halt nur 2500 ADK. That is not enough. Jetzt ist es genug. Das Spiel steht auf Messerschneide und ist mal wieder viel zu close für meinen Taste. Also da ihn auch eine Feindkarte, die ihn wieder protected. Dieses feige Hühnchen. You say feiges Hühnchen Fudo. Das ist der lächerlichste Witz, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe, ohne Scheiß. Was sind das für Karten? Die sind doch nicht mehr in seinem fucking Deck, Alter. Aber jetzt haben wir echt keine Chance mehr. Kotzt mir das Game. Das Game kotzt mich manchmal so extrem an. Das kann gar nicht sein. Ja, wir müssen aufgeben. Bringt nix. Bringt nix, eh. Brauchst auch nicht nochmal 50 Effekte ausführen. Das war natürlich mal wieder rein verloren durch klassischen Missklick. Das ist halt das Problem im Real Life, zumindest höre ich das immer, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber im Real Life ist es so, wenn du aus Versehen was richtig Dummes machst, was offensichtlich ein Fehler war, weil du kurz nicht nachgedacht hast oder so, weil wo du halt schneller gemacht hast, als du eigentlich gedenken konntest. Wie zum Beispiel, du deaktivierst den Effekt deiner eigenen Karte, wo du offensichtlich eine Combo spielen wolltest, bei sowas zum Beispiel. Sollte es so sein, soweit ich weiß, dass du dann, dass dann normalerweise der Gegner dann sagt, naja, passt schon. Also, ist ja klar, was du machen wolltest. So ungefähr. Aber es geht hier natürlich nicht, ne? Wenn du hier so einen dämlichen Mist. Und hier ist es halt nur der Drücker eines Buttons. Im Real Life müsstest du ja die Karte nehmen oder spätestens dann würde dir auffallen, Moment mal. Das wollte ich doch gar nicht machen. Das ist das Problem mit der Technik. Ich rede nicht von dem Typen von Saturn. Schleichwerbung? Kaffer? Fragezeichen? Junge, wer aktiviert den magischen Zylinder bei 1700 ATK? Was ist meine... Habe ich auch wieder gejagt? Nein. Ich weiß nicht genau, was sein Plan war, to be honest. Warte mal. Ultimative Combo. Jetzt mache ich es aber richtig. Monster verbannen. Genau, wenn der schon verbannt ist, kann er den Effekt nicht aktivieren. Dann holen wir uns den Baron mit dem Effekt vom Gozoki. Moment mal. Kannst du diesen Effekt nur einmal vor Spielzug benutzen, oder was? Oh mein Gott, nein.
Oh mein Gott, ist das schon wieder ein Missplay. Er ist schon wieder ein Missplay, ich pack's nicht. How is that even possible, man? Ich glaube, zu der Situation kam es noch nicht, dass wir zweimal in einem Zug den Effekt vom Balladroch benutzt haben. Aber ist das safe, dass man den nur einmal... Also ich bin mir ziemlich sicher, wir haben schon zweimal Balladroch auf Feld gehabt und auch zweimal benutzt, oder nicht? Du kannst denselben... Ah, nee, doch nicht. In diesem Spielzug nicht nochmal ausführen. Ah, okay. Ja, okay, dann habe ich mich getäuscht. Komisch, ich war mir echt ziemlich sicher, dass wir schon mal Balladroch hatten. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt darauf schwören können, dass ich schon mal zweimal den Effekt in einem Spielzug benutzt habe. Da hätte ich jetzt echt drauf schwören können. Gut, dass ich es nicht getan habe. That's quite unfortunate. Tofaiso. Tja, irgendwie sieht das schon wieder nicht gut aus, obwohl ich hier ihn komplett ausziehe, aber irgendwie kriege ich den ganzen Schaden. Ey, das ist so ein lächerliches Witzgame, Mann. Das ist krank. Das ist wirklich abartig. Okay. Da ich auch selber dran denken können. Jetzt verliere ich zwar meinen Balladroch, aber ich kann ihn mir ja wiederholen. Das Problem ist, er kann die Lichtschwerte auch wieder ausspielen. Also kann ich ihn wenigstens einmal direkt angreifen. Und den Balladroch kann ich mir, wie gesagt, zurückholen. Na, aber jetzt fickt er. Jetzt macht er meinen Nadelwurm kaputt, ne? RIP. War das gerade dreimal die gleiche Karte oder sah die nur so ähnlich aus? Vielleicht lasse ich ihn noch den Kartentod sterben, bevor diese Schmach hier ein Ende hat. Das Problem ist, ich muss jetzt echt aufpassen, weil wenn er nochmal die magischen Zylinder hat, bin ich tot. Also ich greife jetzt erst mit Nadelwurm an oder so. Was ich zwangsläufig machen sollte. Darum kümmert er sich leider schon. What? Ist das dieser ultimative... Ne, Emis der Unendliche. Die Karte hatte ich mal. Oh, da war echt magischer Zylinder dabei. Uff, ich werde damit Wiedergeburt, werde ich mir einen Nadelwurm zurückholen. Der wird jetzt den Nadelwurm wahrscheinlich kaputt machen. Wobei er dann eigentlich auch sein Todesurteil unterschreibt. Ich hab verloren. Alter, ich raste gleich aus. Das kann nicht wahr sein. Ey, nur wegen diesen... Ach, du drückst einmal im falschen Moment B und verlierst das komplette Duell. Es ist ja wirklich die Lächerlichkeit in Person. Nur, dass das hier ein Videospiel ist und keine Person. Aber die Person, die das Videospiel erstellt hat, ist dann eben die Lächerlichkeit. Das kannst du dir nicht ausdenken, dass er geisteskrank war. Von jedes Mal verlieren wir nur wegen Lichtschwertern. Wenn er keinmal Lichtschwerter gespielt hätte, hätten wir ihn jeweils innerhalb von ein paar Zügen besiegt.
Dann hat er immer Lichtschwerter. Jedes Mal hat er Lichtschwerter. Jedes Mal. Als ob er sie einfach immer zieht, ey. Und ich lasse ihn 10, oder mehr Karten auf den Friedhof legen. Durch Nadelwurm und Grabwächters Diener. Es juckt nicht. Er zieht trotzdem Lichtschwerter. Die landen nie auf dem Friedhof, seltsamerweise. Also wirklich, ey, wie viel Pech kann man eigentlich haben? Sicherlich nur verloren wegen dummen Plays oder dummen Missklicks oder was auch immer. Aber dann hat zusätzlich noch dieses Pech einfach. Das ist halt geisteskrank. Das ist halt safe wieder magische Zylinder. Kriegt jetzt wieder erstmal 3000 Damage ins Gesicht. Ach du Heilige, da ist wahrscheinlich noch Spiegelkraft dabei. Mach mal Ehrung der Verdammten, weil vielleicht hat er irgendwie einen Counterspell. Autsch. Magische Zylinder. Was zum Teufel ist das? Aktiviere diese Karte, indem du ein Monster wählst, das dein Gegner modulierst. Das kann wieder angreifen aus seiner Kampfposition. Ändern, wenn es das Spiel verschätzt, zerstöre diese Karte mit jeder deiner Standby-Phasen. Füge deinem Gegner 500 Schaden zu. Das Monster ist aus dem Spiel. Wow. Also hat er quasi meinen Balladroch unschädlich gemacht. Aber er dient mir wenigstens ein neues Schutzschild. Und was? Wo waren diese Karten, als ich Yusei gespielt habe? Wo waren diese Karten? Er hat keine Synchro-Karten im Deck. Wie lächerlich einfach. Wie lächerlich. Oh nein. Was zum Teufel? Ja, ich spiele halt nochmal 5 Karten aus. Ja, passt schon. Coole Sache. Auch seine Effekte aktivieren, oder? Ich probiere es einfach mal. Yes. Na, wenigstens was. Verdammt. Ah! Ich bin mir ziemlich sicher, wir haben wieder verloren. Diesmal aber actually, weil er echt gute Karten ausgespielt hat. Aber im Endeffekt eigentlich auch wieder nur, weil wir Pech hatten. Das Problem ist, ich müsste jetzt mit Ehrung der Verdammten meinen Gosuki eigentlich zerstören. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt Ehrung der Verdammten benutze, kriege ich 600 Schaden allein schon wieder durch Totenkopf-Aufforderung. Schaden, um genau zu sein. Ich glaube, es ist egal, was ich mache, es ist lost. Ja, es spielt keine Rolle, ne. Können wir noch einen Zug abwarten. Wegen Wiedergeburt oder so. Das ist egal. Wir kriegen jetzt ja schon wieder 1000 Schaden, zwischen wir vergessen.
Na, ich hätte schon Gosuke zerstören müssen. Ist das ein Bullshit, Alter. Dass er die Karte natürlich zweimal auf der Hand hat, ist wieder... Das kannst du dir nicht ausdenken, das ist geisteskrank. Das ist die beste Karte, die ich jemals gesehen habe in einem 5D-Stack. Und er hat sie plötzlich zweimal, davor hat sie nicht mehr existiert. Big Oof. Achso, jetzt haben wir eh verloren, lol. Was zum Teufel hat er jetzt gemacht? Wow, jetzt habe ich kurz nicht aufgepasst. Wieso hat er jetzt plötzlich null Angriff? Ja. Jetzt müsste ich sein Albtraumrad zerstören, dann könnte ich es noch schaffen zu gewinnen. Oh, ich habe gar keine Karte. Ich höchstens Hate True Nate, aber das würde mir auch nicht bringen. Nichts bringen. Oh, ja. Ey, ich sehe das nicht ein, Mann. Ich sehe es nicht ein, dass ich sie gegen diese scheiß Flasche verliere, nur weil sie ihm actually ein gutes Deck fürs Reverse-Duell gegeben haben. Das ist halt nie im Leben sein normales Deck. Keine Ahnung, warum die... Das finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich unfair, dass du diese Mülldecks spielen musst und die spielen dann die geisteskrankesten Kombos gegen dich. Jetzt haben wir endlich mal eine Combo, ey. Es wurde auch mal Zeit. Dass wir ihn die ganze Scheiße abwerfen, die er da gerade gegen uns ausgespielt hat. Eine Karte nach der anderen wirft er jetzt gefälligst ab. Der hat halt gerade die Totenkopfaufforderung von mir, hat er gerade gegen mich verwendet in dem Duell. Das kann ja doch nicht sein. Und ich finde dieses Albtraumrad ehrlich gesagt auch ziemlich overpowered, Alter. Das war schon heftig. Das wäre das erste Mal gewesen, dass wir Tutan-Maske echt gebrauchen hätten können. Und wir haben sie nicht gezogen. Unbelievable. Komm schon, Lichtschwerter und Albtraumrad. Es waren einfach 5 Monster, are you kidding me? Das heißt, alles, was er jetzt ziehen wird, sind Lichtschwerter und Monsterrad. Es ist so lächerlich. Wie viel Pech man einfach haben kann in diesem Spiel. Ich hasse dich. Moment mal. Oh. Ich hätte noch einen Zug warten sollen. Aber ist nicht so schlimm. Den kann ich jetzt ja wenigstens schnell loswerden. Den kann ich einfach als Opfer benutzen. Als Tribut. Das konnte ich vorher nicht. Ist nicht so schlimm. Hauptsache ist schon mal ein Albtraumrad weg. Aber das lohnt sich, glaube ich, nicht. Oder wobei? Ja, wobei doch, ey. Ich glaube, ich lohnt sich schon. Weil jetzt kann ich dann die Tutan-Maske auf jeden Fall aktivieren. Also, jetzt kann er es ja nicht mehr aktivieren. Und dann mache ich das gleiche wie vorhin. Dann zerstören wir den, dass er den Effekt nicht benutzen kann. So hätte das Duell schon die ganze Zeit aussehen müssen. Von vornherein. Jetzt können wir auch die Tutan-Maske aktivieren. Yes. Also wenn wir jetzt wieder dran sind und angreifen, können wir sie aktivieren. Was? Oh nein. Es waren die Lichtschwerter. Endlich. Nach 7 Duellen hat er mal die Lichtschwerter abwerfen müssen. Aber die Befriedigung hält sich in Grenzen. Jetzt müsste er eigentlich safe das Albtraumrad ausgespielt haben. Und diesmal müssten wir es kontern können. Ich weiß, jetzt kann er den Effekt aktivieren, aber es hilft ja nicht. Also
Also jetzt müsste ich schon echt gar keinen... No also wenn ich jetzt Tutan-Maske nicht aktivieren kann, dann verstehe ich das Spiel nicht mehr. Counterspell. Countertrap, wurde er. Okay, dankeschön. Moment mal. Achso, ey. Alter, ich dachte mir gerade, was zum Teufel, warum ich jetzt 1600 Schaden bekomme. Aber du denkst jetzt auch, du hast mich hier outplayed, oder? Brother. Aber da muss ich dich leider enttäuschen. Erstens mache ich den Effekt vom Vampirbaron vergessen. Vergessen, dass ich gerade Monster angegriffen und zerstört habe. Bam, Junge. Seht ihr, wie einfach das ist? Er verliert jetzt nur wegen Totenkopfaufforderung. Er muss nur noch 4 Karten auf dem Friedhof legen, hat er so oder so verloren. Das kann er gar nicht mehr gewinnen. Das wird sogar schon wieder ziemlich gut, dass die Karte auf den Friedhof gelegt wurde. Bei ihm. Also muss jetzt das Duell gewinnen, ohne nochmal ohne drei Karten auf den Friedhof zu legen. Das ist quasi fast unmöglich. Allein schon deswegen, weil ich ihn 3 Karten auf den Friedhof legen lasse. Wahrscheinlich hat er jetzt nochmal Albtraumrad. Bro. Ich hasse diese Person so sehr. Diese Person, die dieses Deck zusammengestellt hat von ihm. Das ist actually ein ziemlich gutes Deck. Jetzt kann er noch einen Angriff machen. Hat er verloren. Er muss ja mein Monster angreifen, um zu gewinnen. Leider, der tötet sich selber. Nice. Jesus Christus, was für eine schwere Geburt. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Lasst einen Like, Kommentar und ein Abo da. Ciao, ciao.